Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin2.de Praios. Dieses Mal sind wir wieder mit Queenie unterwegs. Ihr habt gesagt, es waren wieder so viele Mr. King Fossi Parts. Wir wollen nochmal was von der Heilscharmee sehen. Machen wir jetzt, auf jeden Fall. Wir sind wieder auf den neuen Maps. Und ja, auf der ersten Map sind wir auf jeden Fall. Da wollen wir auch dieses Mal bleiben. Ihr habt letztes Mal, wie heißt die Map? Also die Wüstenmap auf jeden Fall gesehen. Ja, und heute machen wir dann das Cup. Es gibt noch die Bucht. Ich weiß nicht, wie das Wort davor heißt. Ich nenne es liebevoll die Eunuchenbucht. Vielleicht kennen ein paar dieses Wort. Ist aber auch egal. Ja, Darren ist wieder dabei. Darren und ich haben gerade Kurve 2 gespielt. Ich weiß nicht, ob es sich ein paar angeguckt haben. War einfach mal ein Test, ob ihr auch mal was anderes sehen wollt, außer Metin. Auf jeden Fall wird Metin so das sein, was wir hauptberuflich machen werden, sag ich's mal so. Aber so ab und zu mal was anderes ist ja, denke ich mal, auch ganz nett. Ich krieg hier gerade ein bisschen auf die Fresse von den Boogies. Das ist ja auch keine Falde. Doch, 15 auf der Kette. Jetzt geh down, du blödes Ding. Ui, hatte da jemand Doppeldrop an? Ja, hatte ich auf jeden Fall an. Das sieht man ja gleich im Video. Ja, ich hatte hundertprozentig Doppeldrop an. Schlachtschwert. Lockt gerade irgendwie. Schon wieder? Ja, was ist denn mit dem Internet heute los? Bei Kurve 2 hat er eben auch so getan, als ob er einen Absturz hätte. Damit er eine Ausrede hat für die Zerstörung. Na hoffe, ja. Schade, dass du die Spiele danach nicht mehr aufgenommen hast. Das war eine Runde, ja? Ja. Eiskalt verloren, aber sowas von. Ja, zweistellig. 10 zu 8. 10 zu 8. Ja, ich habe verloren. Er war auf jeden Fall mit 7 zu 0 vorne, da hat er mich echt ab. Gespachtelt. Da war ich echt nicht so gut. Ja, hast du ein Bildschirm angemacht und dann ging's los. Ja, genau. So war's. Na, aber Bock. Nee. Auf jeden Fall, wenn ihr mal ein bisschen was anderes sehen wollt, dann schreibt's einfach in die Kommentare. Aber die Metin 2 Let's Plays, die werden wir so weiterverfolgen, wie wir es bisher gemacht haben. Oder zumindest versuchen, so weiter zu verfolgen. Ich habe keinen Plan, wo ich gerade bin. Aber sind hier irgendwo Boogies? Pass auf, ich zeige euch jetzt mal was. Hier die Boogies, das ist eine Besonderheit, wenn man hier Charakterwechsel macht und die Boogies einen anhauen. Mach jetzt, blödes Ding. Da, jetzt habt ihr es gesehen. Mich hat kein Nahkämpfer angegriffen, nur der Boogie hat mich abgeschossen. Und trotzdem kann man keinen Scharwechsel machen. Das ist was Neues. Das ist sonst eigentlich nur bei den Nahkämpfern, wenn die einen anschlagen beim Ausloggen. Und bei den Bogies ist das egal. Aber hier auf der Map, zumindest bei den Gnoll-Dingern, Gnoll-Bogenschütze, ist es so, dass auch da das abgebrochen wird. Warum? Keine Ahnung. Ist es nervig? Auf jeden Fall. Oh, ich meine, ich hätte hier eben was... Nö. Ja. Ich hoffe für Darren, dass er nicht wie die letzten Male tausende Mädchen übersieht. Ja, ja. Also. Ich kann ja das nächste Mal bei mir aufnehmen und dann gucken wir mal, wer mehr Mädchensteine übersieht in einem Let's Play. So, hier waren wir eben. Wo bist du gerade hingelaufen? Oh, ich war kurz in der Stadt. Oh, das ist praktisch. Ja. Ich bin jetzt oben links. Reite zumindest dahin. Dann mach du oben rechts. Nein, ich bin jetzt links unten. Okay. Ja, Devon und ich sind ja verheiratet, das heißt, wenn einer Mädchen findet, dann kann man sich ganz schnell hinporten. Und man muss nicht lange laufen. Aber so wie es ausschaut, war schon irgendein Blödmann vorher hier. Oder wir haben einfach gerade nur Suchpech. So. Fangen wir mal einfach mit den Fragen an. Oh Gott.
Sag mal, lag ich auf so einem TS? Nö. Dann muss es in meinem Rechner liegen. Kann mal gucken, was du für ein Ping hast. Aber ich glaube, dann sterbe ich. Sollte mir nochmal Schnelligkeit geben. Ja, ich würde ganz gerne mit der neuesten Frage anfangen. Eben als wir uns vorbereitet haben, haben wir natürlich alle Kommentare durchgelesen, so wie wir es versprochen haben. Und da hat wieder, oh, ich habe ein Mädchen, Dreamwork LP geschrieben, wie wir angefangen haben, oder wie die Anfänge waren allgemein, und was unsere Tief- und Hochpunkte waren. Hochpunkte? Sagt man das so? Höhen. Was unsere Höhen waren. Extrempunkte. Ja. Würde ein Mathematiker Extrem sagen. Extremer. Sagen wir es so. Tiefpunkte. Boah, ich denke, die gibt es immer mal wieder. Bei mir war es auf jeden Fall auch mal so, dass ich 1,5 Jahre Pause gemacht habe. Ich denke, Medien 2 ist auch nicht so abwechslungsreich, dass man das 12 Stunden am Tag durchsuchten könnte. Also allgemein würde ich das schon überhaupt nicht machen. Aber es würde auch gar nicht gehen, denke ich mal. Zumindest so, wie wir spielen gerade. Ja, dann ist es halt manchmal so ein bisschen monoton. Man möchte einfach mal ein bisschen Abstand haben. Und ja, irgendwann zieht es einen dann wieder an Metin 2, auf jeden Fall. Hoch. Extrempunkte. Du stirbst gerade. Oh. Ja, ich bin. Alter Fossi, so macht es keinen Spaß, wenn man so Standbilder hat. Du stirbst gerade auch. Und ich krieg jetzt auf die Fresse. Porte dich. Dann. Devin hat Standbilder. Das ist ja äußerst praktisch. Ja, wenn der Tank Standbilder hat, ist scheiße. Da. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Ja, ich auch nicht. Vielleicht updatet sich gerade mein Antivir-Programm. Erfahrung. Also, ganz im Ernst, hier lohnt sich das überhaupt nicht. Ab und zu fallen hier auf jeden Fall auch mal SSP plus 7. Also, und MPP plus 7 meine ich. Aber, so, jetzt ja, mal zu deinem Tiefpunkt. Als du aufgehört hast mit deiner Pause da, dann gab es wahrscheinlich genau wieder einen Hochpunkt. Ja, also. Ich kann euch ja sagen, mein Tiefpunkt, als ich Fossi gerettet habe, Spaß. Ja. Das ist nur eine Zweckehe, ihr Geier. Ja. Ja. Wie heißt es jetzt? Punkt vielleicht, dass im Sommer meine ehemalige Gilde immer inaktiv ist, da sehr, sehr viele dann im Sommer sau viel arbeiten mussten. Und das waren vielleicht so die Tiefpunkte, da hatte ich dann auch nicht mehr so viel Spielspaß. Hochpunkte, pff. Ja, mein ersten P-Skill, das war ein Hochpunkt. Ja, da habe ich mich gefeiert wie sonst was. Da haben wir den ganzen Scheißtag diesen einen Skill da gemacht. Ja. Oder noch ein Hochpunkt war mein erster Seelenstein, den ich bekommen habe, aus diesen Expert-Büchern. Da habe ich mich so gefeiert, da konnten wir unser halbes Gegengrundstück mit bezahlen, weil anders noch keine Seelensteine möglich waren. Und dann haben wir die auf dem Markt verkauft und dann hatten wir so viel Glück, dass von Revolution schon einige G-Skills hatten und so geierig auf diese Seelensteine waren, dass die Unmengen von Young dafür gegeben haben. Also jetzt im Verhältnis zu heute nicht mehr so viel, aber man konnte halt dann schon fast ein halbes Gildengrundstück dafür kaufen. Und das war halt auch so ein riesen Hochpunkt. Ja. Und sonst war alles so durchschnittlich. Vielleicht noch, wo man dann seine 66er plus 9 die erste gemacht hat. So die ersten Erfolge. Seinen ersten eigenen DT-Run geschafft hat. Ja, also bei mir war es auf jeden Fall auch mit
der RCP-Skill. Und ja, eigentlich ganz oft mal so kleine Hochpunkte, wo dann halt, ja, hört sich zwar jetzt scheiße an, aber man hat ja im Mädchen immer Feinde und wenn man denen dann irgendwie eine reinhaut, dann ist es natürlich immer ganz lustig. Also ist jetzt nicht so irgendwie Leveln versauen oder so, das. Ich weiß nicht, warum das sein muss, aber es ist ja momentan bei beiden Gilden so, bei uns zumindest auf dem Server, dass er irgendwie gestört wird und so weiter. Ist halt scheiße, aber lässt sich wohl nicht irgendwie vermeiden. Aber ja, auf jeden Fall, wenn man irgendwie, ja, was kann man da als Beispiel? Zum Beispiel die Hexe. Früher zumindest. Auf Evilas Zeiten noch, da war es so, wir waren also noch 4 CHs und ja, irgendwie 6, 7 Gilden, die die Hexe auf jeden Fall packen, ohne Probleme. Und dann stehen die auf einmal alle hinten. Und keiner hat irgendwie mit den anderen Absprachen. Ich habe einen Devon. Okay. Keiner hat mit den anderen Absprachen. Das war einfach nur eine Beulerei. Wenn du dann davon eine Hexe abbekommst oder sogar zwei, dann ist das auf jeden Fall mit ein Highlight. Ein Riesenhighlight. Ja. Es reicht, wenn du dich dann nach so knapp 40 Stunden kloppen endlich mal um eine Hexe erfolgreich bemüht hast. Was natürlich auch großes Ansehen bei den anderen Gilden. Man muss dazu sagen, auf Evilas gab es sogar Zeiten, da hat man sich länger als 24 Stunden um eine Hexe gekloppt. Das wurde dann so gehandhabt, dass man sogar in Schichten diese Hexe verteidigt hat. Also Ja. es war manchmal echt krass. Ich persönlich habe das nicht mitgemacht, weil da war ich, glaube ich, in den Abschlusszeiten, also wo ich sehr viel lernen musste und so weiter. Und da habe ich einfach gesagt, nee, ist nicht so. Wenn man nicht wirklich viel zu tun hat, klar, warum nicht? Einfach so just for fun, so kloppen oder so, macht ja eigentlich auch ganz viel Spaß. Aber nee, zu dem Zeitpunkt habe ich es einfach nicht gemacht. Habe ich da auch noch übelst unnötig gefunden. Was ist das hier überhaupt für Mädchen? 95er. Ich wette, jetzt Ja. droppt mal was plus 7. Okay, und was wetten wir? Um dein Geld. Alles klar, dann her damit. Jetzt ist dein Geld weg. Ja, wir haben um dein Geld gewettet, nicht um meins. Ja, ich dachte, ich krieg jetzt wieder Geld. Nee.